klone mich ein Pokémon mit dem Typ Normal und er existiert seit der dritten Spielgeneration, wobei es sich zu Krakelo entwickeln kann, welche sich wiederum zu Gravomis entwickeln kann. Flurmel ist ein kleines zweibeiniges Pokémon, das rosa gefärbt ist. Lediglich die Enden der Ohren und Füße sowie ein kleiner Streifen auf dem Rücken sind gelb. Das Pokémon hat einen runden, gedrungenen Körper und große wie auch breite Ohren. Am Kopf unterhalb der Ohren befindet sich je ein kleiner runder Hörkanal. Das Gesicht setzt sich aus dem kleinen Mund und kreuzförmigen Augen zusammen. Die kleinen Arme haben ihren Platz unterhalb davon gefunden und am hinteren unteren Teil des Körpers befindet sich der dritte, etwas stärker ausgeprägte Hörkanal. Schließlich steht Flurmel auf zwei verhältnismäßig breiten Füßen und in der Shiny-Form sind die normalerweise gelben Körperregionen hellgrün gefärbt. Flurmel ist ein sehr langsames und zerbrechlich gebautes Pokémon, es verfügt jedoch über solide Angriffskräfte. Das Pokémon rückt Feinden mit Attacken wie Pfund oder Stampfer zu Leibe, ist jedoch vor allem für die immens lauten Schreie bekannt, die es ausstoßen kann, wenn es in Gefahr ist. Er setzt seine Stimme sehr vielfältig ein und kann das Gegenüber mittels Jauler, Kreideschrei oder Superschall verschiedenartig beeinträchtigen oder ihm mit Widerhall, Aufruhr oder Synchrolärm großen Schaden zufügen. Es wird von seinem eigenen Geschrei selbst so ermüdet, dass es mittels Erholung einfach entkräftet einschläft. Neben Brüller, mit dem es andere mit lautem Geschrei verjagt, ist es gleichsam vor geräuschbasierten Attacken anderer Pokémon geschützt, was sich in seiner Fähigkeit Lärmschutz widerspiegelt. Bei selteneren Exemplaren zeigt sich das scheue, vorsichtige Wesen in der versteckten Fähigkeit Hasenfuß, die seine Geschwindigkeit erhöht, wenn es von einer Unlichtkäfer- oder Geisterattacke getroffen wird. Flurmel lebt im Schutz dunkler und geröllartiger Höhlen wie dem Metaflurtunnel in Hönn oder der Geolink-Höhle in Kalos. Es ist sehr scheu und gibt im Normalfall höchstens ein flüsterhaftes Murmeln von sich, doch wenn es Angst hat oder erschreckt wird, schreit es laut wie ein Düsenflugzeug. Es kann, da es durch seine Hörkanäle Luft einsaugen kann, ohne Unterlass brüllen und hört damit erst auf, wenn es vollkommen entkräftet ist und dann vollkommen erschöpft in den Schlaf sinkt. Wenn man jedoch seine Ohrmuscheln bedeckt, kann man es beruhigen. Dabei ist Flurmel der erste Teil der dreistufigen Entwicklungsreihe, kann sich zu Krakelo entwickeln, welches sich selbst wiederum zu Gravomis entwickeln kann. Bei der Entwicklung wandelt sich die rosafarbene Körperfarbe zu einem blassen Violett. Das Pokémon wächst und sämtliche Extremitäten wie auch Gesichtszüge werden weiter ausgebildet. Die fleischigen Ohren verändern sich zu Auswüchsen, welche an Lautsprecher erinnern. Statt den vier kleinen Schlitzen, welche die Augen darstellten, sind nach der ersten Entwicklung richtige Augen zu sehen. Das Maul wird überproportional groß und ist mit vier Eckzähnen versehen. Es verleiht Krakelo die Fähigkeit, so laut zu brüllen, dass ein Holzhaus zum Einstürzen gebracht werden kann. Durch die Entwicklung von Krakelo zu Gravomis formen sich die runden Ohren zu sieben ohrenförmigen, gelb abgesetzten Auswüchsen um. Gravomis entwickelt ein so großes Maul, dass es nur aus Gesicht und Extremitäten zu bestehen scheint. Durch das gigantische Maul kann das Pokémon schließlich ein so lautes Geheul ausstoßen, dass es sogar in 10 Kilometern Entfernung hörbar ist. In den Spielen der Hauptreihe wird die Entwicklung von Flurmel zu Krakelo beim Erreichen von Level 20 ausgelöst und von Krakelo zu Gravomis wiederum beim Erreichen von Level 40. Mit seinem Typen Normal ist es immun gegen Geistattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken und der Rest macht normalen Schaden.